Muss man den Rundfunkbeitrag, also die GEZ, nun zahlen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredek, ich bin Rechtsanwalt. Wir hatten ja auch hier im Kanal schon öfter kritische Diskussionen in der Vergangenheit über das Thema Rundfunkbeitrag, GEZ früher genannt. Aus meiner Sicht sind die Dinge jetzt gegessen und zwar so, wie ich es immer befürchtet und auch vertreten hatte. Der Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß, der Rundfunkbeitrag ist auch vom Europäischen Gerichtshof abgesegnet. Was auch immer Sie sonst hören und lesen, aus meiner Sicht jetzt sind wirklich die ganzen, die aus meiner Sicht immer etwas forsch daran gegangen sind und gesagt haben, das muss man also nicht bezahlen, das ist alles eh nicht verfassungsgemäß, das ist nur Steuer und so weiter, die sind jetzt widerlegt. Es ist entschieden. Das kann man jetzt immer noch falsch finden, aber die Frage, muss man nur eigentlich Rundfunkbeitrag GEZ bezahlen, würde ich jetzt wie früher auch schon noch mit den Gerichten im Rücken sozusagen bejahen. Wie gesagt, es geht hier in unserem Kanal nicht darum, was uns gefällt oder was wir doof finden. Es geht darum, wie die Rechtslage ist. Und jetzt haben wir ja gesagt, oder habe ich ja schon immer gesagt, man muss das zahlen. Jetzt ist ja ein paar Kleinigkeiten haben sich doch ergeben, auch durch die insbesondere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ein paar Korrekturen, die ich auch im Prinzip für richtig halte. Grob gesagt können wir Folgendes feststellen. Jeder Haushalt muss diesen Beitrag von 17,50 Euro aktuell im Monat bezahlen. Egal, wie viele Personen in dem Haushalt wohnen, egal, ob es dann noch weitere Nebenhaushalte, Zweitwohnsitze, da wird es kritisch, ja, also jeder Haupthaushalt sozusagen, Nebenwohnsitz, Zweitwohnsitz, da kann man drüber diskutieren, da komme ich in einem gesonderten Video zu, egal, ob es dann im Auto noch irgendwelche Radios gibt oder so, das ist alles damit abgegolten, die Leute, die in einem Haushalt leben, gehören zu diesem Haushalt und dieser Haushalt hat diese 17,50 Euro zu entrichten. Gibt es Ausnahmen? Ja, es gibt Ausnahmen. Man kann sich aus sozialen und gesundheitlichen Gründen von der Beitragspflicht befreien lassen. In diesem Bereich ist einiges noch unklar. Darüber werde ich auch im Rahmen einer kleinen Serie jetzt zum Thema Beitragspflicht berichten. Und da bin ich auch mit dem einen oder anderen Urteil nicht so ganz einverstanden und hoffe, dass man da dann wirklich auch noch was erreichen kann. Ja, da bleiben wir auch am Ball. Aber wie gesagt, dieses Grundding muss man erstmal akzeptieren. Ich werde auch in der Serie noch berichten, wie das jetzt aktuell vollstreckt wird und wie man da am besten vorgeht. Auf jeden Fall muss man sich klar machen, man sollte Wohnungen anmelden, man sollte auch Wohnungen ummelden beim Umzug. Das kann man im Internet runterladen und man sollte sich immer klar machen, dass die Sachen jetzt ernst werden. Es kann also Pfändungen geben, wenn man nicht bezahlt und ich glaube mittlerweile eindeutig sagen zu können, der Ärger wird mehr überwiegen als der Nutzen. Aber teilen Sie gerne Ihre Erfahrung dazu und Ihre weiteren Fragen dazu in den Kommentaren mit. Wir werden im Rahmen der Serie noch diese Spezialfragen etwas genauer behandeln. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.